und du ebnest die Bahn und du führst mit dem Weg durch die Wüste, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der unser Leben mit seiner Liebe beschenkt, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, liebe Mitglieder der katholischen Frauenbewegung, alle Mitfeiernden, schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Und wir dürfen heute den Gedenktag einer großen Heiligen feiern. Von Experten wird sie genannt, die Kirchenlehrerin des dritten Jahrtausends, die heilige Mutter Teresa von Kalkutta, hat heute ihren Sterbetag, ihren Geburtstag in den Himmel, ihren Gedenktag. Sie ist eine sehr gut bekannte Heilige, denn sie hat in unserer Zeit gelebt und gewirkt. Wir wissen ihre doppelte Berufung, überhaupt einmal in den Ordensstand. Sie, die in ganz armen Verhältnissen aufgewachsen ist, in Albanien aber eine sehr gläubige Mutter hatte, die ihr gelernt hat, in allen Situationen auf Gott zu vertrauen. Sie war dann Lehrerin, Missionarin in Indien und hat aber dann noch einen Ruf in der Berufung bekommen, nämlich den Ruf, kümmere dich um die Ärmsten der Armen, stille meinen Durst nach Liebe. Das war eine Vision, die sie hatte vor dem gekreuzigten Jesus. Mich dürstet nach eurer Liebe und dass ihr den anderen Liebe erweist. Mutter Teresa hat viele, viele Frauen in ihre Nachfolge gerufen und sie auch motiviert, es hier nachzutun. Die Missionarinnen der Nächstenliebe sind wunderbare Zeuginnen des christlichen Lebens. So schauen wir, wo wir füreinander da sein können, wo wir einander Liebe erweisen können. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der gnädige und barmherzige Herr. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Lasst uns beten. O Gott, du hast die heilige Jungfrau Theresia berufen auf die Liebe deines am Kreuze dürstenden Sohnes, mit besonderer liebevoller Zuwendung zu den Ärmsten zu antworten. Wir bitten dich, verleih uns auf ihre Fürsprache, dass wir in den leidenden Brüdern Christus dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Genesis. Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte: Mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, gehe doch an deinem Knecht nicht vorbei. Man wird etwas Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will einen Bissen Brot holen und ihr könnt dann nach einer kleinen Stärkung weitergehen. Denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen.
Sie erwiderten: Tu, wie du gesagt hast. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Meine Seele dürstet alle Zeit nach Gott. Meine Seele dürstet alle Zeit nach Gott. Wieder hier schlecht's nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Meine Seele dürstet alle Zeit nach Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht, denn man sagt zu mir den ganzen Tag: Wo ist nun dein Gott? Meine Seele dürstet alle Zeit nach Gott. Das Herz geht mir über, wenn ich daran denke, wie ich zum Haus Gottes zog in festlicher Schar, mit Jubel und Dank in feiernder Menge. Meine Seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Meine Seele dürstet alle Zeit nach Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit kam Jesus zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser, das ich ihm geben werde, trinkt, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden,
deren Wasser ewiges Leben schenkt. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die heutigen Lesungen sind vom Gedenktag der heiligen Mutter Teresa. Und schon in der Lesung bei Abraham wird es klar, es geht darum, den Hunger des anderen Menschen zu stillen, den Durst zu stillen. Und das hat die Mutter Teresa getan, in zweifacher Hinsicht. Wer schon einmal in Indien war, der weiß, wo wir da jetzt hinschauen. Ich durfte einmal in einer dieser Großstädte sein, in Madras, wenn man da aus dem Flughafen steigt und durch die Stadt fährt und überall am Straßenrand die hungernden Menschen liegen sieht, dann weiß man, was da für ein Hunger da ist in diesen Leuten, dieser Stadt, diesem Land. Und es ist nicht das einzige Land, wo es so zugeht. Ich sage immer dazu, was haben wir für Glück mit unserem Wohlstand hier, dass wir denen mit ganz wenig ganz viel helfen können. Und dieses Stillen des Hungers, das war für die Mutter Teresa immer das Erste, wo es möglich war, mit ihren Möglichkeiten. Sie hatte ja nichts. Sie hatte nur ihren brennenden Wunsch, den anderen beizustehen, den Menschen zu helfen. Und siehe da, sie hat viel in ihre Hände bekommen. Es gab dann doch Gönner, es gab dann doch Helfer. Aber ohne sie, die voranging und sagte, ich brauche was, für meine Armen wäre nichts gegeben worden. Also da hat sie wunderbar vorgelebt. Wenn nur in uns der Wunsch brennt, wir brauchen was für die Armen, dann finden wir auch Wege. Vor kurzem hat der Pfarrer von Schwertberg, der aus Afrika stammt, ein wunderbares Agrarprojekt begonnen und die ganze Gemeinde unterstützte mitsamt dem Bürgermeister vorneweg. Ja, also sind wir dankbar für solche Menschen, die uns einfach vorzeigen, ich packe zu und ich schaue, wer mir helfen kann. So, das ist der erste Hunger, den sie gestillt hat, so gut es ging, den leiblichen Hunger. Aber sie hat von Anfang an verstanden, der Hunger von uns Menschen ist tiefer und das trifft auch jetzt uns Wohlstandsbürger. Auch wir haben einen Hunger, der bei vielen nicht gesättigt wird, nicht gestillt wird, wo man bis ins Alter dahin hungert. Das ist nämlich der Hunger nach Menschen, die einen gern haben und einen Liebe erweisen, denen man wichtig ist, für die es nicht egal ist, ob man da ist oder nicht. Das ist die große Wohlstandsarmut, dass es viel Vereinsamung gibt, wo keiner mehr da ist, dem man wichtig ist. Und das ist eine große Armut. Und hier hat die Mutter Gottes auch, hat die Mutter Teresa auch den Blick gehabt und dann auch dagegen gewirkt. Wenn ich die Mutter Gottes erwähne, einer ihrer wichtigsten Sprüche an alle ihre Schwestern war, Jesus lieben durch Maria. Also im Vorbild Mariens. Wie Maria Jesus geliebt hat, so hat sie versucht, Jesus zu lieben. Das ist uns hilfreich in unserer angestammten Marienfrömmigkeit, wenn so eine große Heilige nichts getan hat ohne Maria. Katholische Frauenbewegung. Durch Maria Jesus lieben. Das war ihre große Haltung, die sie ihren Schwestern beigebracht hat. Und die zweite große Haltung war, dass sie ihnen gesagt hat, dreifach ist die Liebe zu, die wir Jesus erweisen können, auf sein Wort, mich dürstet nach eurer Liebe, dreifach. Im Gebet direkt zu ihm, hat sie gesagt. Ja. Kein Mensch kann Gott lieben, wenn er nicht im Gebet bei ihm verweilt, das geht nicht. Aber eine Liebesbeziehung braucht immer eine gemeinsame Zeit und das ist die Gebetszeit, wenn wir sie gut leben, wird es eine Beziehung. Eine Liebesbeziehung, das war das Erste, was sie ihnen gelernt hat. Gott, Jesus lieben im Gebet, Liebe erweisen im Gebet. Das Zweite hat sie gesagt, Liebe erweisen in den Mitschwestern. Ja, auch bei uns. Gott lieben in unserer Familie, in denen rund um uns, die mit uns zusammenarbeiten, zusammenhelfen. Das ist die zweite Art, wie wir Jesus Durst nach Liebe stillen.
an den konkreten Menschen um uns. Und das ist auch für jeden von uns möglich. Und die dritte Art, die sie den Schwestern gelernt hat, war den Ärmsten der Armen Liebe erweisen. Jesus in den Ärmsten Liebe erweisen. Jesus, der sich die Gestalt quasi dieser leidenden Menschen zu eigen macht. Was ihr den geringsten Bruder, Schwester getan habt, habt ihr mir getan. Also diese Haltung, da staunen wir, da sind wir genau im Sonntagsort dieser Woche. Ja, nehmt den Platz ein, wo ihr den anderen dienst, hat es geheißen. Dann werdet ihr bei der Auferstehung den Lohn der Gerechten erhalten, ja, denn, weil ihr richtig gehandelt habt. Und das hat die Mutter Teresa ganz gelebt, ja. Für die Ärmsten der Armen da sein. Zum einen für die Sterbenden, zum anderen für die Neugeborenen, die auch niemand hatten, der sie versorgt hätte, großgezogen hätte. Wie viele Kinder haben die Mutter Teresa-Schwestern vor dem Verhungern bewahrt und ihnen ein Leben hier auf Erden ermöglicht. Also ein wunderbares Werk. Übrigens zum Sterben noch dazu, die Sterbehäuser, wo sie ihnen wenigstens für wenige Stunden oder maximal auf Tage erleben hat lassen, den Menschen, du bist vor Gott wichtig. Du bist wertvoll in den Augen Gottes und wir Schwestern zeigen es dir. Dann hat sie immer gefragt, bevor sie gestorben sind, ob sie sich taufen lassen wollen. Und zwar in der Art, dass sie gefragt hat, wollt ihr zu dem Gott kommen, der euch die Schwestern geschickt hat, die euch aus der Gosse gehoben haben und euch jetzt eure Würde zeigen? Wollt ihr zu dem Gott kommen? Und ihr werdet euch alle vorstellen können, jeder hat Ja gesagt von diesen Sterbenden. Eine kluge Frau mit klugen Worten und klugen Werken. So ist auch das heutige Evangelium zu ihr, wo der Herr eben sagt, mich dürstet nach eurer Liebe und, er sagt gleich dazu, als Gegenleistung bekommt ihr das lebendige Wasser gegen euren Durst. Ihr kommt von mir unendliche göttliche Liebe. Wer mich kennenlernt, entdeckt, dass er unendlich geliebt ist und dann gibt es keinen Durst mehr im Herzen und dann gibt es das ewige Leben bei mir. Also sehr wuchtig, was uns die Kirchenlehrerin unter Anführungszeichen, die heilige Mutter Teresa, an ihrem Festtag heute an Praktischen mitgibt. Denn das können wir alles leben. Liebe zu Gott im Gebet, Liebe zu unseren Nächsten, die mit uns zusammen sind und Liebe zu den Armen, wo immer wir Möglichkeiten haben, ihnen zu helfen. Amen. Wir wollen jetzt in den Fürbitten vor Gott hintreten. Guter Gott, in der seligen Mutter Teresa von Kalkutta hast du uns ein leuchtendes Beispiel tiefen Glaubens und brennender Nächstenliebe gegeben. So bitten wir. Segne unseren Heiligen Vater, die Bischöfe, Priester und Ordensleute. Mögen sie in ihrem Dienst, die frohe Botschaft zu verkünden und zu leben, immer neu gestärkt werden durch den Heiligen Geist. Erwecke in jungen Menschen den Mut, deinem Ruf zum Priestertum und Ordensstand zu folgen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir danken für die selige Mutter Teresa, für alles, was du in und durch sie gewirkt hast. Wir bitten für die Brüder und Schwestern, die aktiven und kontemplativen Zweige der Gemeinschaft, die Priestergemeinschaft und die Laienmissionare und die Missionarinnen der Barmherzigkeit auf der ganzen Welt, dass sie auf ihr Vorbild schauen und ihrer Berufung treu bleiben. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Ganz besonders beten wir für alle Notleidenden in der Welt, für die Kranken, Ausgestoßenen, die Einsamen und Verlassenen. Lass sie immer wieder Trost und Hilfe finden und so neue Hoffnung schöpfen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten insbesondere auch für alle Freunde und Wohltäter der Schwestern, für alle Helfer und Helferinnen, die sie auf verschiedene Weise unterstützen. Segne sie
und erfülle sie mit tiefer Freude. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten um Frieden in der Welt, um Versöhnung unter Zerstrittenen, um Heimat für die Heimatlosen, Zuversicht und Kraft für Menschen in Kriegsgebieten. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Verstorbenen, in deiner Güte nimm sie auf in dein Reich. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutigen Messintentionen einschließen, die katholische Frauenbewegung für alle Mitglieder, besonders die zuletzt verstorbene Theresia Kohlroß-Schinnerl, Angela Hinterreiter und Anna Innreiter und Luise Brandstätter für verstorbenen Gatten Franz. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, himmlischer Vater, wecke in uns das Verlangen, den Durst Jesu am Kreuz nach Liebe zu stillen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere, das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Und du reichst mir das Brot, und du reichst mir den Wein, und bleibst selbst, Herr, mein Begleiter. Dass du mich einstimmen lässt in deinem Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Ehre. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nimmt es an, aus deinen Händen, zum Lob und Ehren seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze Herrlichkeit. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, sende uns in dieser Opferfeier den Heiligen Geist, der die heilige Mutter Teresa befähigt hat, deine Herrlichkeit auch in aller Not zu verkünden. Lass auch uns im Licht dieses Geistes den Glauben tiefer erfassen. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Welt.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns mit großer Liebe um das Reich Gottes, um das tägliche Brot beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde,
damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, der mitten unter uns ist, im heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Amen. Gebt euch das Zeichen Jesu Christi, Frieden und Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Herr Jesus, der Empfang deines Leibes und Blutes bringe uns nicht Gericht und Verdammnis, sondern Segen und Heil. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird zum sprudelnden Quell. Spüren wir, wenn wir jetzt aufnehmen durften, geistlich und leiblich, wer uns in sich hineingenommen hat.
Bräutigam kommt, geht Christus dem Herrn entgegen. Singen wir zum Dank die 4. und 5. Strophe. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Ehre, das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Und nun zeig mir den Weg und nun führ mich die Bahn, deine Liebe zu verkünden. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Gib mir selber das Wort, öffne du mir das Herz, deine Liebe, Herr, zu schenken. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, dieses heilige Sakrament erneuere unsere Zuversicht und Stärke. Lass uns in dir bleiben, wie die heilige Therese von Kalkutta, indem wir in unserem Leben teilhaben am Leiden Jesu Christi, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Danke euch jetzt für euer Kommen und Mitfeiern der heiligen Messe. Ich gefreue mich, mal eine Frauenmesse mit euch feiern zu können. Katholische Frauenbewegung, die sich jeden ersten Donnerstag im Monat trifft. Die Schwestern der Mutter Teresa sind so etwas von bewundernswert, mit nur einem kleinen, nicht einmal Koffer, machen sie sich auf den Weg irgendwo hin in der Welt und sind dann dort da und dienen den Ärmsten der Ärmen, Armen, und sind dabei glücklich und erfahren den Reichtum des Himmels. Die Mutter Teresa selbst hatte viele Jahre, wo sie keine äußerliche Empfindung hatte von der Liebe Gottes. Sie hat sogar die Gottferne der Armen an ihrem eigenen Sein mitgelebt. Aber sie hat sich festgehalten an Wort Gottes, an Glauben der Kirche und weitergedient, gegen all Gefühle, die die Ferne zeigten. Und sie hat weiter Gutes getan. Also sind auch wir ermutigt, unabhängig von unserer Gefühlslage, einfach den anderen Gutes zu erweisen. Es kommt die Zeit, wo wir dafür sehr beschenkt werden. Da bitten wir den Segen Gottes, dass wir dieser großen Lehrerin nacheifern können.
Der Herr sei mit euch. Es segne euch, eure Familien, alle, die euch anvertraut sind und alle, denen ihr am Weg begegnet. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.